Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Customs mit der HK416 war ich da unterwegs und eigentlich wollte ich bloß noch die letzten Items für meinen Kappa-Container suchen und wie das so ist in Tarkov, unverhofft kommt oft und ich hatte richtig zu tun mit PvP. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Auch nicht, dass hier die Goons hocken, ey. Loot Raw Factory. Du kannst es probieren, aber ich glaube, du kennst die Antwort. So, angeblich hier in den Jacken kann der Forklift Key spawnen. Ich weiß nicht, ob meiner ist, ich glaube es auch nicht. Hui mui! So ein Body, okay. So, gelesen wie ein Buch. Gelesen wie ein Buch und den ersten richtig sauber umgezogen. Und was sperrt er auf? Der erste aus der Hüfte, ja, der war ein bisschen lucky. Ich dachte nicht, dass ich ihn hätte, aber ich hatte ihn.
Die reporten mich, glaube ich auch, ja. So ist es halt. Alles eine Übungssache, Tux. Morgen 18 Uhr, Boomcash. Map Knowledge? Das war Map Knowledge, ja. Und Erfahrung, wie sich Leute grundsätzlich verhalten. Die Typen waren die Fraktion, ich bin gut in Tarkov, wir pushen. Fraktion. Deswegen, die spielen dynamisch. Der erste hat gepusht, hat aufs Maul bekommen und der zweite ist dann auch in Bewegung geblieben. Deswegen war irgendwie zu erwarten, dass er da reinläuft. Ich klinge schon wieder abgehoben, ich weiß, es tut mir leid. Mit Radar könnte es auch. Ja, mit Radar ist es deutlich einfacher. War die im Fort Knox oder was? Vaseline ist ein Painkiller. Kanon. Saus. Ach, GG, echt jetzt? Ist er noch da drin, ist die Frage. Zwei. So. Arruis. Arruis. Das mir doch, so schnell kann doch da keiner oben sein. Der war unten drin? Keine Ahnung. Waren beide da unten, ne? Achso, ich habe hier. Hat er dich gar nicht gehört? Doch.
Aber was er gerade in seinem Headset hat, ist sein Teammate. Der ist da, push ihn, push ihn, push ihn. Also hört er mich, er könnte mich hören, aber was er in Wirklichkeit hört, ist sein Teammate, der gerade seine Lebensgeschichte erzählt, wie er gestorben ist. Es ist so, genau dieser Push. Es ist so. Oh, ich bin tot. Der ist da. Komm, push ihn, hol ihn dir schnell. Oh, ich bin auch tot. Wieso hältst du nicht die Klappe? Ich kann nichts hören, wenn du da redest. Wenn du stirbst, sei einfach leise. Sag, wo er ist. Mach deine Calls. Da haben wir drüber geredet. so. Ja, das ist, das ist der beste Call. Es gibt Leute, die sagen grundsätzlich an, der ist low. Egal, ob die den getroffen haben oder so nicht. Er ist hier, er ist low. Ich weiß doch, wie es läuft, ja. Level 50? Nee. Bisschen bitter, ne? War das ein Twitch-TV? Nee, nee, kein Twitch-TV. Ah, die MP7 war von dem anderen hinten, ne? Ja, 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 ja. Schön meine Kills hier klauen. Die kleinen Halunken. Ohne Scheiß, ein bisschen wenig Gier, würde ich sagen, ne? Aber krass, ne? Finden eine Leiche, erstmal flattern. Was kommt ein Airdrop, glaube ich. Erstmal Leiche flattern. So, wo sind eure Backpacks? Genau. Kosti, mach's gut. Danke für den Support, Leute. Man sieht sich. Ich weiß, welche Quest die machen. Die machen garantiert hier. Hinten haben sie gar nichts gelassen. So. Zweite. Der Backpack ist hier irgendwo. Na egal, ich habe auch noch meinen unten.
In den blauen Kisten, wir schauen mal. Nee, oder oben. Ey, der ist schon ohne Backpack hier hochgekommen. Okay. Wir bewegen uns mal Richtung Dorms. Weil eigentlich will ich ja noch in den Marktroom schauen, ne? Ja, der Backpack ist nicht so wichtig, die haben nicht so viel. Ich habe ja ihre Waffen und sowas. Alles gut. Ist jetzt nicht so, dass die fett gelootet hatten. Warum jetzt nicht ewig den Backpack suchen? Ja, Schuhe wären nice. Könnte ich Birkenstocks tragen. Endlich. Ich werde hier verarscht. Ich brauche noch 3 Scavs mit Headshot. What goes up? Servus, wie geht's? Okay. Best fertig. Alles gut. Kann mich nicht beklagen. Noch 30er Max muss ich dran denken. Oh. Hallihallo. Jemand. Oh Gott. Oh. Von drüben, okay. Komm.
Aber danke für die 500. Guten Morgen. Skiff. Sowas von Fels, danke für die 500. Wieso waren das jetzt ein Skiff und schreit nicht? Das war wahrscheinlich ein Skiff. Player-Skeff, der lootet. Okay. Heute gibt's Duo-Teams. Ich wusste nicht, dass der, also ich, dass der gecheckt hat, dass ich da bin, hat er mich überrascht. Der M2 ist noch einer, ne? Er ist unter mir gerade reingesprungen. Nein, er ist hier. What the fuck? What? What? Wieso höre ich den? Zwei. Wieder zwei. Wie langsam die halt spielen, ne? Die hocken da unten jetzt drin.
Der ist rausgesprungen. Verwirrung pur bei den Jungs. Ah, die HK416 geht gut, ey. Teufelsknifte. Schwören können, dass die hier unten drin sind. Beide. Ich meine, einer war es wahrscheinlich auch. Gut. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Ganz kurz die Dogtags. Ich glaube nicht, dass noch einer da ist. Ich glaube, das waren die zwei. Lotaro, Dankeschön für den lokalen Support. Danke für den Prime im 9. Willkommen zur Gnabo-Falle. Wie geht's? Servus. Schön, dich zu sehen. Flocken haben wir dabei, sehr gut. Gammel Gear Mains, naja. Meinte ich, soll dem sein. Ich will sein Dogtag. Level 1? What? War das Probetraining? Sehr gut. Ich habe einen direkten Vertrag gemacht und gehe jetzt öfters hin. Level 1 und mehr Gear als alle Level 50er. Keine Ahnung. Irgendwas läuft hier. Armer Junge. Er muss Schmerzen haben. SVD, ey. Ich würde sagen, wir gehen, oder? Gute Idee. Vier Duos waren das, oder? Vier Zweierteams. Oh ja. Kaum was gemacht, schon wieder abhauen. Ja, ja. Ah, ich wollte noch in den Marktroom. Ah, scheiß drauf, nee, machen wir jetzt. Wir sind eh voll. Ja, ich wollte noch einen Markt, aber egal. Weiß nicht. Er ist ungelootet. Marktroom, wir gehen. Ich habe mich umentschieden. Dafür sind wir eigentlich hier. Ihr habt ja absolut recht. Da ist mein Item drin. Du hast absolut recht, Hux. Der Bait hat funktioniert.
Naja, Ledex können da, glaube ich, nicht drin spawnen. Wehe, der ist jetzt schon gelootet. Hä? Nee, okay. Ich bin so froh, dass ich das Auto habe wegfahren lassen. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass das Auto weg ist. Wundervoll. Au. Tux, dankeschön. Oh mein Gott. So viele PMCs gekillt und dann auch noch der fetteste Marktroom aller Zeiten. Geil. Geil. Was will man mehr? Weiß auch nicht, Gabbert. Keine Ahnung. Naja, vielleicht habe ich aber auch gerade einen Exit-Camper gedodged, ne? Wie das letzte Mal. Ey, was ist das für ein Sprung hier? Ich bin Stärke Elite. Pimmelt der hier rum? Die sterben immer so geil. Keine Ahnung. Also irgendwas haben sie an den Ragdoll geändert, aber ist schon nice. War denn noch schwach nach dem Training? Nee. Also, ich hab's ja heute nicht übertrieben, war ja bloß Probetraining. Tux, Klappe zu. Ich habe mich gerade gefragt, ob jemand das Auto genommen hat und dann kam mir, das war ich. So, Leute. Macht mal Hallo YouTube, oder? Macht mal Hallo YouTube im Chat. Es war doch eine, ja, grundsolide Runde, würde ich sagen. Brauchbar. Im Rahmen. 12.000 XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Michius war natürlich der Knüller mit Level 1, ne? War natürlich der Knüller. Aber kann man doch mal hochladen, denke ich, ne? Naja, hat dann ganz schön gedauert. Das ist meine Tiger SK-Rüstung. Was ist so? Xardo, welche soll es sein? Okay, machen wir hier wieder aus.